Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zombie Edward Nevers. Nee, Quatsch. Plants vs. Zombies. Genau, so war's. Und wir legen gleich zwei in Level. Legen gleich los in Level 2 Welt 2 Level 1. Was auch immer. Whatever, los geht's. Evening, Rumaru. If zombies just won't let up, will they? You will notice that fighting zombies at night is different than the day. For one, you won't get any sun falling from the sky. You can still get sun from sunflowers south. And lucky for you, you got yourself some puff shrooms. Plant as many of this as you can. You will be oh God! Ja, da haben wir schon die Basisinformation erhalten. Mushrooms. Immer mit ihm, die sind immer gut. Dann Sonnenblumen. Standardpflanzen, Eispflanzen, Kartoffeln, die Teile. Und let's rock! Ach ja, und die Gräber versperren uns den Weg bzw. die Schussbahn, was natürlich sehr suboptimal ist und auch nicht ganz so gut. Und wir kriegen nur durch die Sonnenblumen Sonnen. Von oben fallen keine mehr, was äußerst schade ist. I'm coming. Muss doch nicht jeder wissen, Mann. So, noch ein Pilz für unterwegs. Und die haben nicht eine sonderlich weite, eine sonderlich hohe Reichweite. Deswegen schießen die erst ab drei Felder, wenn die Zombies drei Felder nah sind. Das macht aber nichts. Das bringt nicht weg. Hat sie weggeklosbaut. Okay, einer reicht nicht. Dann stellen wir ihm zwei hin. Ist doch gar kein Problem. Die ersten Level bei Nacht sind noch relativ leicht. Wer hätte es gedacht? Aber das ändert sich natürlich noch. Wie gesagt, nachts gegen Zombies zu kämpfen, hat der gute Nachbar uns ja schon gesagt. Is different from days. My British English. Accent, whatever. So, unsere Sonnenblumenarmee ist fertig. Jetzt kann ich mich voll und ganz auf alles andere konzentrieren. Zack. Und zwar zum Beispiel darauf, noch mehr Mushrooms aufzustellen. Und noch mehr ein paar Potatoes. Brains. Brains. Brains, 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 brains. Brains, brains. Brains, 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 brains. Du kommst hier nicht vorbei. Oh, save up money to purchase cool stuff. Das heißt, wir können mit Geld cool stuff kaufen. Was relativ cool ist. So, jetzt können wir unsere kleine Armee langsam bis zum Ende ausbauen. Ah ja, und der geht in Rage, falls seine Zeitung kaputt geht. Was natürlich völlig unverständlich ist. Da gleich zu ausrasten. Geht auch nicht. Oh, seine Zeitung ist wieder kaputt. Das heißt, er wird wieder angry. A little bit angry. Aber das macht mir doch nichts aus. Ich puste die auch so weg. Solange meine Potatoes noch stehen. Die kriegen es auch nicht so leicht weg. Ja. Ach, da wollte ich doch. Da wollte ich doch so einen anderen hinstellen, so einen Kartoffelkopf. Zack. Schutzmauer errichtet.
brauche ich die kleinen Sporen-PC eigentlich nicht mehr. A huge wave of zombies is approaching. Ist das auch so feine Wave? Ja, das ist eine feine Wave. Und aus den Gräbern kommt es jetzt auch. Wie fucking unfair. Aber das macht mir natürlich gar nichts aus. Selbst auf so einem Punkt, würde ich gar nicht. Zack, zack. Ja, Chancen haben sie so gut wie keine und wir sind auch fertig. Sun Shroom gives my sun at first and normal sun later. Nett Weihnachten. Ne, mal. Hey, you've contacted $270 in coins so far. When you collect $750, I will say you something really need to. Neue Zombie sollte? Ja, mit Helmen auf. Ich werde den Sun Shroom ehrlich gesagt nicht oft benutzen. Hier zeige ich es allerdings einmal. Nur damit ihr eine ungefähre Vorstellung habt, was euch erwartet. Indem ich alle Sonnenblumen gegen Sunshrooms ersetze. Damit ihr seht, was euch erwartet. Wenn ihr Sunshrooms benutzt. Übrigens ist es so, dass ihr kein einziges keinen einzigen Pilz oder kein einziges Gewächs, was man nur nachts benutzen kann, am Tag benutzen könnt. Das heißt, die sind wirklich nur für nachts gedacht. Die könnt ihr am Tag nicht benutzen und das ist nicht so optimal. Ah, beziehungsweise man kriegt ja tagsüber noch stärkere Sachen, also eigentlich ist es egal. Ich pflanze mal ein paar schön viele Sunshrooms hin. Kosten nix, beziehungsweise nur wenig. Leistbar sind sie auf jeden Fall. Billiger als Sonnen. Oh, da hätte ich vielleicht den anderen hinstellen sollen, na egal. Dann kann ich gleich mal ein Potato Head hinstellen. Na, es geht auch fix hier mit der Sonnen. Einstrahlung. Oder whatever. Und zack, der letzte Sunshroom. Zack. Schieß, Mann, schieß auf ihn. Zack, weg. Und dahin. Ja. Mein strategischer Plan ist nur der gleiche wie immer. Draufhauen. Der beste Plan. Ach ja, ein Sunshroom ist groß geworden. Das heißt, er gibt jetzt große Sonnen. Der zweite Sunshroom ist groß geworden. Und dass sie große Sonnen geben, ist natürlich sehr erfreulich. Die wachsen. Die wachsen schön. Wachst, meine Kleinen. Wachst über euch hinaus. Dünn, dünn, dünn. Und zack. Ja, die sind nicht so leicht schwer zu bringen, die mit dem Helm. Das haben wir ja schon erfahren. Auch wenn die letzte Aufnahme für mich jetzt noch ein bisschen her ist. Aber das ist ja egal. Weg. Das hält das, das ansammeln. Also wir kriegen ja Sonnen ohne Ende. Da haben wir garantiert nicht mehr so viel Bedarf dran. Oh Geld. Zack, zack. Eingesammelt hier alles. Meine Armee aus Potato Heads ist auch bereit. Meine Armee aus Mushrooms sowieso. Die mir loyal zur Seite stehen.
Zack. Zack, zack. Zack. A huge wave of zombies. Das ist aber nicht der finale Wave, sondern erst der Halbzeit-Wave. Dünn, dünn, dünn. Dünn, dünn, dünn. Dünn, dünn. Dünn, dünn. Dünn, dünn, dünn. Dünn, dünn, dünn. Dünn, dünn. Ja, jetzt ist es wirklich eigentlich sehr einfach. Da man. Oh, die Beine. Die verschwinden übrigens auch noch dabei. Da ich halt nur noch schießen brauche. Beziehungsweise kaum noch irgendwas zu achten brauche. Das ist wirklich sehr, sehr einfach. Aber es ist ja auch schön, wenn es mal ein bisschen entspannt ist, ein bisschen einfacher. So wie man es mag. Mal weg, zack, zack. Und eine Eispanzer tanzen. Irgendwie schaffen die Zombies jetzt nicht mehr. Und ich habe beschlossen, anstatt wie letztes Mal immer. Nur sag schon. Immer bis zum nächsten Level aufzunehmen. Also so zu machen, dass ich bis zu dem nächsten, beziehungsweise bis nach dem nächsten, soll ich die Münze verpassen, zum nächsten Minispiel aufnehmen werde. Das ist, denke ich mal, auch eine ganz gute Idee. Den vielleicht auch öfter aufnehmen kann. Davon hätten wir ja alle was. Weil die Zeit lässt es ja manchmal auch nicht zu, dass man so ganz viel auf einmal aufnimmt. Und ja, wie gesagt, Chancen haben die Zombies jetzt keine mehr. Wie man sieht, an unserer Kartoffelkopfarmee kommen sie nicht vorbei. Das halte ich für äußerst unmöglich. Und ein Wave noch. Und dann ist die ganze Party auch vorbei. Dün, dün, dün. Zack. Dauerfeuer ist angesagt. Aber das geht hier ganz schnell. Steht bald nichts mehr. Kein Stein mehr auf dem anderen. Ja, die beiden noch und das war's denn. Die kommen hier eh nicht vorbei. Zack, 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 zack. Und eine neue Karte. Foom Shroom, Shots Fun Fooms at that can pass through screen doors. Gut, also den kleinen Pilz. Den. Ja, okay, nehmen wir das mit. Das auf jeden Fall. Kartoffelkopf, Mine. Ja. Du, du. Dun, 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 dun. What takes time to arm itself? Ja. Let's rock. Das passt schon. Ready, set, play. Gar kein Problem. Es wird genauso einfach wie eben. Alles gar kein Problem. Hier. Oh yeah. They're calling. Brains. My god, I want brains. So badly. Dun, 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 dun. Bald bist du tot. Die Minen habe ich eigentlich bisher noch nicht gebraucht in der Nacht, aber das kann sich ja jederzeit ändern. Bum, bum, ba, da, dun,
Sonne. Meine Sonne, meine Sonne. So. Und dann noch ein bisschen. Ich warte eigentlich nur darauf, den großen Thema zu aktivieren. Der ist nämlich etwas cooler. Ja, jetzt geht es. Schieß! Ja. Der ist eindeutig besser. Beziehungsweise nicht besser, aber. Halt awesome! Mehr. So. Zack. Zack. Brains. Our brains. Zack. Oh, Dinos. Auf hier meine schönen Pilze zu essen. Ah, sie grown up. Nee, noch nicht. Jetzt. Ja, meine kleinen Pilze, sie werden erwachsen. All grown up. Das ist auch mal so eine Serie von. Die Namen für die war, ey. Und es ist echt ungewohnt für mich, dass das Mikro so weit weggeht. Weg, oder wegsteht, nicht weggeht. Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich das möchte. Das hoffe ich inständig. Zack, oder du hättest gepflanzt. Das weg, das hin. Das hin. Und das weg, das hin. Okay, 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 okay. Das ist gar kein Problem hier. Aber bis jetzt ja wirklich nicht. Bis jetzt sehe ich wirklich keine Probleme. So, und fast alle sind wieder groß geworden. Alle kleinen Pilze. Alle kleinen Pilze werden groß. Ja! So muss das, würde ich sagen. Weit kommen sie eh nicht. A huge rate of Zombies. Die können gerne mal versuchen zu kommen. Weit werden sie es eh nicht schaffen. Oh, das ist sogar der Final Wave. Na, das macht nichts. Die werden alle weggeslashed. Schon den mit seinem komischen Fegehut noch fertig machen und dann ist hier Schicht im Schacht. So, das ist ein nettes Item. Ach ja, und wir können uns jetzt was kaufen, was der liebe Nachbar uns gesagt hat. Gravebuster planted on a grave to remove the grave. Das ist nämlich sehr schön. Hey, what about an extra seed slot? It will cost you $750. You put your, but you will be able to choose 7 seeds per level instead of 6. How that sound? Yes. Alright, and hey, when you save up to $5,000, I will say you that egg seed slot upgrade. Check you later. Ja, wir können jetzt, oh mein Gott, die Springzombies. Wir können jetzt 8 Pflanzen nehmen, das ist natürlich sehr freundlich. Und das werden wir auch gleich mal machen. Nämlich einmal das nehmen. Und diesen hier. So, gut. Ich würde sagen, ready, set, plant! Zack. Und zack. Bim, 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 bim. Und noch einen davon.
kommt nur her, ihr Zombies. Ja, wo kommen sie denn? Da kommen sie. Ich platziere die mal etwas weiter vor für die anderen so wichtigen Sachen, die hinten kommen. Die Zombies haben ja eh gar keine Chance hier. Ist ja jetzt die zweite Nacht. Da kann man auch nichts anderes erwarten. I like brains. Do you like brains? I like brains. I like to eat them. So, noch ein Fisch-Mushroom. Solche Teile frisst Mario ja mit Vorliebe. Na komm, kleiner Zombie. Komm mal her. Na, komm mal her. Ein bisschen ganz feiner, ja? Ein bisschen ganz feiner. So, Pflanzen. Zack, 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 zack. Irgendwie zahlt sich schon das schon doch aus. Ich dachte am Anfang, ey, nee, so voll uncool. Ah, jetzt seht ihr mal, was der Grabfresser hier macht. Er frisst die Game auf und hinterlässt dafür Münzen. Was natürlich äußerst typisch ist. Wenn man gerne Münzen hat. Jetzt positioniere ich da mal einen großen. Zack, du kommst hier nicht vorbei. Du bist nämlich tot. Naja, und die sind abgegrownt. Was natürlich sehr schön ist. Und die mit einem Kegelkopf stirbt. Da noch einen von unseren Teilen gefressen? Ja, ich glaube schon. Egal. Kommt nicht nochmal vor. Ja, sie werden alle erwachsen. Sie werden so schnell erwachsen. Hier schon. Grabfresser. Dein Einsatz. Oh, was ist das denn? Geil, Mann! Diamant, den habe ich noch gar nicht gefunden. Krass, Alter. Das ist ja mal mega geil. Das ist ja awesome. Abisumi. Abfresser. Er macht das. So, noch ein Abfresser, bitte. Sehr schön. Einen von denen. Zack, zack. Noch einen kleinen. Grabfresser und dann haben wir auch alle Gräber weggeschnackt. Weggespeist. Und können jetzt gleich bald unsere Armee vervollständigen. Dün, 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 dün. Dünn. Aber hier sollen ja auch so Spring-Zombies dabei sein, das gefällt mir mal gar nicht. Und zwar überhaupt nicht. Das ist ja cool. Das ist total cool. Das ist einfach cool. Ja, da ist so einer. Spring ins Feld. Der kann's auch nicht lassen hier. Gibt's doch nicht. Aber Chancen hat er natürlich gar keine. Da sind wir uns alle einig drüber. Zack. I like brains. Warum muss ich eigentlich gerade an die Weihnachtsgeschichte denken? Mit Ebenezer Scrooge. Vielleicht hat es eine Bedeutung, wann das geht. Ich wollte da eigentlich eine Kartoffel hinstellen und keinen Mini-Pilz. Oh, Alter, spring Arsch.
zack, du wirst gefreezed, Alter. Aber richtig. Zack, zack, zack. Der mit seinem Screen auch durchzuhören. Der wird auch getötet. Nein, der hat unsere Kartoffel weggefressen. Scheiße. Der springt einfach so über die Kartoffel drüber. Aber das macht mir gar nichts. Meine Zombie-Armee, meine Pflanzenarmee ist trotzdem unaufhaltbar. Mit der Macht der Natur werden wir euch vernichten. Weil ihr keine Chance habt. Nicht gegen die Pilze. Vor allen Dingen nicht gegen den Oberpilz. Den Fußpilz. Which way is the final way? Hier kommt sie nicht vorbei. Nicht bei mir. Aber ein Goldner. Dann seid ihr armselig. Ihr werdet es niemals schaffen. Das Wegbuddeln. Und ein Brief. Nein, ein Almanach. Suburan Almanach keeps track of all plants and zombies you encounter. Vive plants. Peace Shooter. Ja, das werde ich denn am Ende meines Almanachs, am Ende meines LPs vielleicht mal zeigen, den Almanach hier. Und halt vorlesen, was da alles so steht, über die Pilze und so. Ja, Zombies steht natürlich auch eine Menge. Ganz besonders lustig ist das natürlich und informativ auf jeden Fall auch. Aber dazu später mehr. Jetzt kommt erstmal. Ever play a game called Wreck a Zombie? No. It's just like hunting Skyboss. You know, these fewy little rodents that dig holes in your lawn? Yeah, just like that. But instead of Squirrels, it's zombies. And instead of a shovel, it's a mallet. And instead of me, it's you! Okay, ein neues Minispiel. Los geht's! Da! 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 Und da! Und da! Das ist wirklich nicht schwer, da! Da! Bleib unter der Erde! Bleib da! Na! Wirst du wohl! Okay. Los! Also, plus, 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 aus, böse, nein, auf jetzt, geh weg, nein, 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 na, du nicht, 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 du nicht. Du nicht, du nicht, nein. Moment, oh Mann, du nicht. Nein, hör auf jetzt, geh weg. Auf, geh weg. Da, 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 da. Da, da. Ja, ich denke, das wird später echt noch schwieriger, aber jetzt ist es gerade ziemlich leicht. Da, 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 da. Eins meiner Lieblingsminispiele bis jetzt. Viel Spaß. Zack. 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 Geh weg. Ab jetzt. Tschüss. Abbauen hier. Zack. 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 Oh, die sterben. Die sterben. Zack. 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 Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Ja, gleich vorbei. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack,
Yeah, find a way. Kommt näher. Oh. Oh. Nein. Oh yeah, der nächste Pilz, Mann. Geilomatik. Hypnoschrom makes a zombie fight for you. Ja, und damit gehen wir wieder zurück ins Main-Menü. Und ich verabschiede mich nämlich für das Erste. Da hat gerade meine Uhr piept, das tut mir leid. Aber wir sehen uns ja beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Welcome back to Let's Play Plants vs. Zombies. Bis dann, ciao.